Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, heute will ich das Grundstück ein wenig weiter abstecken für den Palastteil. Und ja, was wollte man noch machen? Ah ja, wie spät ist es denn? 2 am Nachmittag, wunderbare Zeit. Ja, wir müssen auch noch rauf. Wir müssen ja auch noch rauf. So, erstmal, wir nehmen irgendwelche Alu-Sachen mit. So, super. Was nehmen wir noch mit? Davon was. So, vielleicht 1, 2, 30 Windräder noch. So, es geht um den Strom. Strom. Oh ja, oh, 3, 4. So, was fehlt da noch? Blei. Ziemlich viel Blei? Ja, und ziemlich viel alles. Okay. So, dann würde ich sagen, wir leeren mal die Metallkästen. Na. Okay, das ist Kobalt. Brauchen wir Kobalt überhaupt? So, wir nehmen das Kupfer mit. Yeah. Dann ein wenig vom Eisen. Und da haben wir noch 2 Bleibahnen. Super. So, die werfen wir oben rein und dann werden wir das Gelände abstecken. Ich habe schon begonnen. Wie gesagt, bauen. Bauen tun wir ausschließlich gemeinsam, aber. So. Ja. Alles ist drin. Naja, Kupfer gehört da gar nicht rein. So soll es sein. Kupfer ist mein. So, Kupfer kam da wieder her. Was haben wir da drin? Nein. Passt ja. Ja. So. Die heizen wir auch noch an. Super. Ach komm, der ist der, den lassen wir jetzt auch. So. Da laufen wir mit dem Zeug nochmal rauf. Das ist der letzte Run. Und dann. Dann machen wir den Bauzaun. So. Also noch hier. So, alles eingebaut, super. Also, der Bauzaun hier, damit habe ich begonnen. Das sind die Teile, die hier standen. Die habe ich jetzt da mal aufgestaut. Aufgestaut haben wir es auch. Ja, das werden wir heute machen. Ein wenig Gelände abzäunen, abgrenzen. Und was ich auch noch möchte, ist unsere Ziegeln gemeinsam verbauen. Ja, weil gebaut wird nur gemeinsam, ausschließlich. So, der Bogen kommt weg. Dann nehmen wir mal das hinein. So, yeah. Yeah. Ach komm. So, jetzt aber. So, wir fangen hier an. Oh, ist schon wieder aus. Wahnsinn, 3 Wände, fertig. Ich komme, ich bin so aufgeregt. Ich komme. Hier, oh. Ja, mit dem heftigen Roundhouse-Kick. Wie der so um die Kurve läuft, oder? So, und den Stein nehmen wir natürlich mit. Ah, Fasern. So, Stein nehmen wir mit. So. Dann noch hier oben, weil da sind noch ein paar. Ein Speer könnte man auch mal wieder schleifen dann. So. Trinken sollte man auch mal wieder dann. Na? Haben wir noch? Yeah. Was macht das Brett hier? So. Trinken. Yeah. So, wir holen die weiteren. Siehe. Nein. Dann nehmen wir die. 3, 4 und 5. So machen. Ident auf der anderen Seite.
So. Super. So. Heute werden die ganzen Ziegel verballert. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Läuft das? Ja, läuft. So, dann haben wir da noch Ziegel drin. So, einmal. Ja, fast, fast, fast. So, wenn ich das mal ablege, geht sich vom Gewicht her aus. Super. Achso, oben sind wir ja schon durch. Durch. Super. So, dann er hier. Er hier. Und da ist halt die Frage. Setzen wir den Eingang direkt hierher oder lassen wir... Warum auch nicht? Akzente im Gebäude. Akzente. Akzente. So. Passt doch. So. Ja, die da oben, die will ich auch gerne noch machen. Damit das kompletter aussieht. Auch wenn es hier nie zugemacht wird, aber das ist halt so. Das gehört so. Komm, Vollständigkeit halber. So, super. So. Nehmen wir noch gleich die letzten. Ach so, da ist nur mehr. Naja. So. Und die werfen wir da rein. So, wir haben hier noch ein paar. So, den Verbesserungshammer können wir zurückwerfen. Super, freue ich mich drüber. Was haben wir jetzt im Inventar? Blaues Zeug, yeah. Super. So, das kommt wieder ins Inventar. Jetzt versetzen wir, beziehungsweise markieren wir den Bauplatz hier. Dazu nehmen wir den Stein und den Stein. So. Genau, und das machen wir jetzt. So, das machen wir heute gemeinsam. Dann haben wir immerhin ein paar Windräder heute fertiggestellt und wir haben geziegelt, was das Zeug hielt. So. Das geht ja auch ganz schnell. So. Blei sollten wir aus der Höhle auch noch holen. Da habe ich mir schon überlegt, um heute noch einmal ganz kurz in die Höhle gehen. Also kein exzessiver Ausflug, sondern nur ein wenig. Klein wenig. Ein kleines bisschen. So, und dann war noch die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, Ikarus zu machen. Hi, Hinata. So, ja, kann ich mir vorstellen, im Dezember an einem Sonntag wird das Projekt starten. Gemeinsam machen wir. Kann ich mir vorstellen, davor gibt es noch ein anderes Projekt. Aber dann machen wir mal gerne Ikarus. Warum auch nicht? So. Habe ich bisher... Ich habe es mir zwar schon... Uah. So, ich habe es mir zwar schon ein paar Mal angesehen, aber das wollten wir da lassen. Ach komm, wir legen das auch weg. Ja. Und das Fleisch können wir dann aufhängen. Fischlichter müssen wir auch noch anbringen. So, für alle, die es nicht wissen, ja, ins nächste Dorf. Wir gehen erst, wenn der Winter vorbei ist, wieder ins nächste Dorf. Ja, so. So. Und er hier, super. Super. Na, Stücke vor wollte ich. So, Bauplatz wird relativ groß. Aber wir haben ja immerhin den großen Palast vor. So, vorzubauen. So. Und wenn wir dann genug übersiedelt haben, werden wir natürlich noch ein wenig auch in die Schölle gehen. Wie sieht denn das da am Rand eigentlich aus? Ich muss da kurz hinsehen. Hinsehen gehen. Hinsehen. So, gleich. Und zwar bei den Sägemaschinen, die Greifsägen. Wollen wir kurz ansehen, ob das da eh passt.
da würde eigentlich relativ, ja, da würde eigentlich Holz fehlen. So. So, aufgefüllt. Der nächste kommt dran. Hier. So, und hier rein zwei fehlen noch. Ja, Öl ist noch ein bisschen drin, das muss noch reichen. So. Da kommt rein. So, dann hätten wir da auch drei leere schon. Sehr schön. So, da können wir auch schön umschlichten. Wunderbar. Das machen wir gleich. Dadurch werden auch wieder ein paar leer hier. So, Icarus, ich kenne es gar nicht. Ich habe auch noch nicht reingesehen. Also nur der Name sagt mir was. Wir werden das einfach sehen, so wie es uns allen gefällt. Ich bin echt gespannt. Ich kann gar nichts dazu sagen. So, ich habe mir auch überlegt Subsistence, aber das habe ich mir schon so oft überlegt und irgendwie, es wird nichts, es wird nichts. Ich kann mich nicht zu Subsistence durchringen. Ich weiß gar nicht warum. So, neue Runde Valheim wäre auch angestanden, aber ich höre es gerne. So, wenn ihr Wünsche habt, schreibt es mir ruhig. Manche Wünsche sind gute Sachen. Manche werde ich nicht erfüllen können. Bestimmte Spiele sind einfach nicht meins. Das kann ich nicht. So. Horrorspiel würde ich mir auch gerne irgendwann mal wünschen, wobei ich nicht glaube, dass ich das durchhalte. Aber das hier ist genug Horror. So, aber probieren kann man ja mal. Aber da wüsste ich zum Beispiel auch nicht welches. Also irgendwas. Zum Beispiel mit Jumpscares, da kann ich ja gar nicht, das ist ja Katastrophe. So. Und daher, ich wüsste gar nicht, welches wir uns ansehen könnten. Und es gibt so viele andere, so viele Survival Games. So, zwischendurch machen wir auch andere Dinge auch noch. Einfach mal so zum Ansehen wieder. Zum Präsentieren, zum Vorstellen. So, zumeist sind es halt Early Access Games. Ja, AAA-Titel sind super. Weiß ich, ja. Wüsste ich aber jetzt auch nicht, welches wir machen können. Infected würde ich gerne weitermachen. Gefällt mir gut. Außerdem, da haben wir ja den Plan mit dem Palast hier. Und im Frühjahr gehen wir ja das Thema erneut nochmal an. Mit der Technik aus dem Dorf. Das letzte Dorf. Wir müssen den Truck hier noch holen. Wieder einen riesen Glasturm. Sag mal, apropos Glasturm, die schon länger dabei sind, hatten wir nicht in der 5. Staffel irgendwann einmal einen Zuschauerwunsch von ganz oben runterspringen? Und haben wir das eigentlich noch gemacht oder haben wir das nicht gemacht? Also, wenn nicht, ich habe ja noch die Datei aus der Staffel 5. Also, wir können noch springen. Springen ist wichtig. So, dann können wir das nämlich auch gerne machen. Wenn wir das noch nicht gemacht haben, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich bin einmal runtergefallen. Ja, aber sagt mir, ansonsten können wir da kurz gerne einmal einen Ausflug machen. Wochenende habe ich wieder etwas mehr Zeit. Ihr merkt es eh, jetzt kommen die Folgen mit ein wenig Verzögerung. Ja, Zeit kann man leider nicht in der Realität ausdehnen, wie man es gerne hätte. Das wäre was, oder? Würdet ihr das haben wollen? So, wenn man zum Beispiel sagt, ewig leben. Also ewig leben. Niemals altern, sowas. Ich weiß es nicht. So, wir trinken mal einen Schluck. Wir machen mal den hier. Ach komm, lass uns mal was essen. Super. So. Alle rund um einen werden älter und man selber nicht. Sowas zum Beispiel. Weiß es nicht, ob das gut wäre. Wieso bin ich heute so in Plauderlaune? Sorry, es tut mir leid. So, halt mich schon wieder zurück. Wichtige Gedanken, wir können es ein anderes Mal erörtern. So, jetzt muss Wild hier weiter umgeschlichtet werden. Ich möchte nur den Bauplatz abgrenzen, dann gehen wir noch einmal einen Sprung in die Höhle. Da habe ich dann auch
das plötzlich seltsamerweise auftretende Bedürfnis nach einem Horror-Game abgebildet. Mit der Höhle. So. So. Sind wir jetzt schon weit genug drüben? Nö, ich glaube, wir müssen echt noch ein Stückchen. Oh, das ist ein großer Bauplatz. So. Und auch hier wieder. Wir haben das alles gemeinsam gemacht. Ich finde das so toll. Alles gemeinsam. Ihr könnt bei allem dabei sein. Und das ist alles unser gemeinsam Geschaffenes. Das ist doch super. Ich finde es toll. So. Schnell weg. So, ich glaube, eine oder zwei noch. Und dann haben wir es auch geschafft. Dann können wir hier zumachen. So, zumachen will ich auf jeden Fall heute noch gemeinsam mit euch. So, da haben wir das hier. So, jetzt holen wir den anderen noch und dann schauen wir, wie weit wir schon sind. So, mit der Linksummauerung. So, und zwar uns da herstellen. Oh, fast. Ich denke, einer noch. Und jetzt zumachen, oder? Oder einer noch, sicherheitshalber. Einer noch, komm, wir machen einen. Einen machen wir noch. So. Was für ein Schuss. Dabei ging der gar nicht in den Kopf. In den Kopf. So, super. Jetzt haben wir doch noch einen zu viel gemacht, egal. Wir müssen jetzt schauen, dass wir zumachen. So, dazu würde ich hier schauen, ob es parallel stehen. Super ist das. Steht das sicher parallel? Das sieht so schief aus. Sieht aber nur so aus. So, da holen wir uns schon den Wagen. So, da leeren wir mal aus. So, Wagen ausgeleert, super. So, bei dem müssen wir auf jeden Fall weggeben, diesen Holzständer. So, genau. So, damit das da eine Reihe wird. Yeah! Super, weil sonst hätten wir so einen quer dazwischen stehen. Ups. Geht ja. So. Das Holz brauchen wir dann sowieso für den Palast. Boah, da werden wir viel Holz brauchen. Oh, da werden wir viel Holz brauchen. Ja, super. Na. Jetzt. Ein Fuchs. Ja, der Bossmob kommt zum Schluss. Warum laufe ich da so? So. Noch ein Wolf, noch ein Wolf, noch ein Ei. So, gleich ist der Bauplatz abgegrenzt. So, ihr seht, wir haben das alles gemeinsam gemacht. Super. Ja, ich habe ein wenig vorangezeichnet, aber im Endeffekt alles gemeinsam.
So. Na, 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 na. So, und ein paar Ziegel haben wir da auch an die Wände geklatscht. Jetzt fehlen noch ein paar Fischlichter. Na. So. Na, ich hoffe, das mit der Höhle kriegen wir heute auch noch hin. Wo will ich mal hin, wenn ich jetzt auf die Uhr sehe? Wie die Zeit verrinnt, wo wir wieder beim Thema Zeit wären. Faszinierend. Lässt mich ein wenig, ja, begleitet mich. So. Und ich gleich den Wagen genommen. So. Und nicht mehr viel, dann kann man hier zumachen. So. Tatsächlich. Wir sind um eins zu weit gegangen. Du bist viel zu weit gegangen. So, na dann. Endspurt, meine Lieben, Endspurt hier. So, der kommt da noch rein. So, dann ist hier die Frage. Also Frage ist es keine. Wenn man den hier zum Beispiel so hinstellt. Aber so. Sieht das? Wir werden das testen am Bären. So, wo ist der Bär? Da ist der Bär. Hi Bär! Hi Bär! So, ist natürlich fies, aber der Beweis, dass hier funktioniert. So, das bringen wir jetzt noch rüber. So, damit wir da relativ den Hof auch ein wenig gesäubert haben hier. Ja, Hof sauber machen, auch eine gute Sache. Na, 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 na. So, dann hier noch. So, den stellen wir jetzt da daneben. Der kommt noch weg. Den stellen wir da einfach mal da dran. Den Stein nehmen wir mit, das stellen wir da dran. Einen Sprung noch in die Höhle, vielleicht 3, 4, 5. Oh, mitten in der Nacht auch noch, muss das sein. Oh, gruselig. Mitten in der Nacht. Oh, es ist 10 Uhr abends. Und wir mit vollem Inventar da in die Höhle rein. Super. So, 4 Stück Blei hätte ich gesagt. Mehr machen wir nicht. Gleich zu Beginn 2. Wahnsinn. Normalerweise muss man immer ein wenig vorlaufen. Das ist der Vorlauf. So. So, wir haben gesagt 4. 4 hätten wir geschafft. Der ist doch gerade erst gespawnt. So, dann haben wir von denen auch noch welche. Den holen wir noch, das ist der letzte Block. Es sei denn, beim Zurücklaufen finden wir auch noch was. Super. Bäm. Und wir essen das auch noch. Warum? Weil es geht.
außerdem, Moment, welches Monat haben wir? Juli. Da machen uns neue Dosen. Juli ist Dosenzeit. Na, 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 na. Da werden wir nächste Folge ein wenig auch Essen wieder vorbereiten. So. Jetzt haben wir auch ein wenig Blei geholt. Boah, ganz schön voll das Inventar wieder. Super. Super. So, ich würde sagen, wir werfen mal schön hier in den Ofen. So, jetzt schauen wir auch hier. Wir haben noch immer 80 Eingang. Gut, wir haben einen Verbrauch von 200, aber das ist schon okay. Die arbeiten noch immer. Das ist super. Ich meine, es ist fast 11. So, dann füllen wir hier mal ein. Alles, was wir so haben. So, dann schmeißen wir hier auch gleich rein. So. Und hier auch. Hier. Da hätten wir auch gleich noch ein wenig. Ja, zum Dazuwerfen. So. Ich glaube, da habe ich jetzt etwas zu viel genommen. Ist aber okay. So. Hier. Yeah. Ab zur Tierbox. Ja, leider zu viel. Das müssen wir mal wegwerfen. Das heben wir uns auf. So, 3 Dosen. Das müssen wir auch 9 Dosen hier, könnte man machen. Das werden wir auch machen. So sieht's aus. Yeah. So. Wir haben 5, nicht 4. So. Und den werden wir auch gleich essen. Super. So, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, das war's für die heutige Folge. Oder? Machen wir hier noch? Oh, Kürbis noch. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Oh ja, und wir müssen oben noch schauen. Wie das jetzt aussieht. Vom Bauplatz her. Ach komm, immer noch eins weiter rauf. Ja, großer Bauplatz, großer Bauplatz. Da haben wir jetzt echt Platz. So, Ziegeln geschafft. Bauplatz. Yeah. Was macht das Fell hier am Boden? Am Dach. Das ist schon gut. Also, hier kommt der große Palast her. Oh, Palast ist gut. Aber der hintere Flügel. Und der wird hoch. Der Wohnteil. Das wird schön. Das wird schön. Ja, da freue ich mich. So, den Speer sollten wir auch mal schleifen. Das mit den Ziegeln ist auch gut gelungen, finde ich. Ja, brauchen wir natürlich noch viel mehr da. Das Erdgeschoss, hier das Erdgeschoss, da hinten der ganze Teil, das fehlt alles noch mit den Ziegeln. Aber von innen her sieht man schon ganz gut. Mit den Ziegeln, ja, ist in Ordnung, würde ich mal sagen. Das passt so. So, ja. Meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.